Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einer neuen Folge AskTPT, wieder Deck Edition. Da hat uns wieder jemand ein Deck geschickt, und zwar diesmal so eine Art Head, Hand, Trap Tricks, Artifact und dies, das. Und unsere Experten hier werden sich das mal wieder anschauen und deren Meinung dazu geben. Experte Nummer 1, was denkst du davon? Ich habe das Deck immer selber mal gespielt, aber schon ein bisschen lange her. So wie es so mit der Folge? Nee, leider nicht, weil das war leider Lightspawn, das waren Lightspawn-Zeiten noch, und das Deck war einfach zu langsam gegen Lightspawn. JD hat einfach alles gesprengt und das war's einfach. An sich, Add Artifact Hand, also ich glaube es ist Head, oder? Ja, Head. Es ist Head, ja. Es ist Head, eigentlich sieht ganz gut aus, das Deck an sich macht Spaß, ist halt alles auf Control, Gegner kann einfach nichts mehr machen, du hast einen Sucher im Deck, man hat die Gator im Deck, du hast Feuerhand, Eishand, du hast hier noch Space, 3 Space. Ja, in der Theorie klingt alles schön. Sieht auf jeden Fall eigentlich ganz gut aus, bloß einzige Manko ist, wenn man 3 Ignition spielt und 3, wie nennt man das? Sanctums, muss man auch ein bisschen vielleicht auch ein Begeltag raus und ein Skype mehr, weil durch das Meta-PP ist einfach zu stark. Weil 5 Artefakt-Monster sind einfach zu wenig. Und ja. Also 3 Timespace ist auch für mich eigentlich zu viel. Was gibt's noch? BTH ist okay, TT ist auch okay, 3 Breakthrough-Skill ist auch schon zu viel für mich. Und ansonsten, ich glaube, das Einzige, was an dem Deck vielleicht noch ein bisschen fehlt, ist vielleicht ein bisschen Speed. Und das war's eigentlich bei mir. Ja, auf Anhieb schaut das Deck gut aus, aber wenn man beim näheren Betrachten einfach mal guckt, ist das Deck echt nicht, ich glaube, es ist unkonstant. Ja, aber zu langsam, die Sache ist ja die, wenn du jetzt zum Beispiel noch Absatz noch reintust, ja, aber mit was willst du Speed reintun zum Beispiel, ja? Das ist halt das, ja. Er kommt First Turn nicht auf Rafflesia, ja, das ist schon mal ein Manko, weil ich wüsste jetzt nicht wie. Wenn er das machen könnte, machen würde oder schaffen würde, wäre es eventuell noch gut mit 3 Timespace und einer Bottomless, aber das schafft er nicht. Er hat nur eine Summon pro Zug, höchstens vielleicht noch durch Sanctum noch eine extra Summon. Das Bild ist einfach zu langsam im Gegensatz zu Pepe zum Beispiel oder also Dracopels, weil die einfach 4-5 Special Summons in einem Zug machen können. Sprich, er wird ihn einfach überrennen. Ja? Und da werden die Hände und die Hände ihm auch nicht viel bringen. Ja? Auch bei Cosmo jetzt nicht. Hände bringen wenig bei Cosmo, sage ich jetzt mal. Soll die Monster zerstören, die Schiffe. Wird gleich ersetzt durch ein neues. Ich weiß nicht, also ich bin, wie gesagt, das Bild an sich schaut gut aus. Viele Traps, aber ich denke, dass es in der Praxis also nicht konstant laufen wird oder kann. Ja, ja, also ich muss den Jungs leider zustimmen. Das Ding ist, früher hat man es halt gespielt, man hat den halt immer hart viel Backrow gegeben, an dem man schwer vorbeikommt. Heute ist mit Pepe anders, die haben 4-5 Summons, die können dir alles reinmischen. Mit Dynasty, wenn die den draußen haben, sind auch die Monster oder die Scales unberührt, also können überleben. Deswegen ist es echt schwer, mit der Background noch was anzurichten. Aber mit Timespace und Storm Mirror Force, also ist schon ein guter Ansatz, aber ich glaube nicht, dass es viel bringt. Er mischt einfach alles rein. Oder ja, er mischt einfach alles rein, alles was ihm stört, kann er umgehen. Das Einzige, was ich mir jetzt denke, wie man ihn aufhalten kann im Pepe-Spieler oder ein bisschen einschränken kann, ist mit Sanctum und Sense. Aber er spielt auch nur 2 Sense. Da würde ich auch 3 spielen auf jeden Fall. Ja, was Tati auch meint, der ist viel zu langsam, er kommt First Turn nicht auf Rafflesia. Aber ich meine, wenn man so in der Theorie hat, man kann mit Mermelio kann man suchen. Wenn man dann noch irgendwie Rafflesia rausbekommen könnte, das wäre echt brutal. Da würde ich vielleicht. Und er hat auch gar keine Chance auf 2 Vierer zu kommen, außer mit 2 Normal Summon. Deswegen würde ich wahrscheinlich sogar jeweils eine Hand cutten und noch dir näher reintun. Das würde ich mir auf jeden Fall raten. Dann schauen wir, also dann vielleicht noch ein Beagle-Tag raus und eine Sense rein. Weil ich meine, 2 Beagle-Tag bringt dir nichts, wenn du nur 3 Artifact-Monster hast. Auf jeden Fall gegen Draco Präsenz. Ja, er hat 3 Sanctum, 3 Ignition, aber hat nur 5 Artifact-Monster. Chong hat recht, ist viel zu wenig, sollte er noch was reintun. Und 3 Hände jeweils ist schon echt viel.
weil Hände sind auch nicht mehr so gut in den Meta. Set-Monster werden direkt reingemischt oder geschossen von Cosmo und da juckt es nicht, ob da eine Hand liegt. Also weiß nicht. Das Deck muss noch viel überarbeitet werden und dann hätte vielleicht eine Chance. Was mir noch aufgefallen ist, das Deck ist halt richtig anfällig gegen Twin Twister und Space. Also ich weiß nicht, ob man immer 5 Traps zieht. Meistens, also ich denke schon, bei dem Deck zieht man mindestens 3 Fallen auf der Hand und wenn einmal ein Twin Twister durchkommt und du hast dann zum Beispiel nur noch eine Mirror Force oder so verdeckt, dann bringt sie halt gar nichts gegen Pepe zum Beispiel, da schießt der, macht einfach das ganze Feld voll und mischt die Mirror Force rein und dann bist du einfach nackt und dann bist du einfach GG, weil du kommst, mit den Monstern kommst du leider nicht mehr ins Game zurück. Wie viele Sterne würdest du geben für das Deck? Also ich würde auf jeden Fall, wie gesagt, sehr interessant, guter Ansatz auf jeden Fall, aber schlecht weitergedacht, schlecht durchdacht. Ich würde dem Deck geben 5 von 10 Sternen. Also da bin ich viel kritischer. Wir sind auf das Side-Deck zum Beispiel auch gar nicht eingegangen, aber da gibt es auch nicht viel einzugehen. Er hat das Standard-Side eingepackt. Sowas wie Master of Restrict und Iron Wall und sowas. Ist keine Überraschung da drin, nichts was den Gegner jetzt überraschen könnte oder was der Matchup verbessern könnte, deswegen würde ich auch nur 2 von 10 Sternen geben. Ich bin leider auch Alex Meinung, Side-Deck ist... Ja, ich weiß nicht, was die Karten jetzt sind, aber ja, Side-Deck kann man auf jeden Fall noch verbessern. Ich würde leider für das Deck auch durch die Exceeds-Monster, weil so viele Exceeds-Monster, die du da hast, kommst du eigentlich gar nicht drauf. Hättest auch vielleicht ein bisschen bessere Exceed-Monster spielen können. Ich gebe leider das Deck eigentlich nur 1 Stern. Tut mir leid. Tut mir leid. Lass dich nicht entmutigen, ja. Du weißt. Veränder das Deck, bau es besser, ja. Schick uns dann ein neues Deck, dann bewerten wir neu. Teste es auf jeden Fall, wenn du sagst, es läuft gut. Oder fordere uns heraus, ja, John, hier, 1 Stern. Kannst du gegen mich spielen, dann kannst du sehen, ob es kannst vielleicht sehen, dass es läuft oder nicht läuft. Auf jeden Fall, mach weiter, ja. Und nicht vergessen, Yu-Gi-Oh! Ist serious business. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nicht.